Leute, ich kann es noch gar nicht glauben. Ich bin hier im Laura Ingalls Wilder Museum und ich nehme euch mit hierher. Und das war mein größter Traum, hierher zu kommen und alles zu sehen. Ich bin hier in Walnut Grove, wo die Autorin gelebt hat, Laura Ingalls Wilder. Und ich bin so glücklich. Ich hoffe, dass ich nicht den ganzen Souvenirshop leer kaufe. Das würde ja gar nicht gehen, aber ich gucke, dass ich was Wunderschönes finde. Nun ja, oh Gott, ich nehme euch um. Okay, wir machen mal wieder hier raus. Und hier seht ihr, das sind halt diese Gebäude und hier war ich gerade drin und das Little Red Schoolhouse, okay. Das ist das ganze Museum. Es ist nicht besonders groß, aber wir gehen einfach mal in die Schule rein. Mal gucken, was hier drin so auf uns wartet. Hier seht ihr, wie es früher aussah. Ofen. Und hier, so sahen die Schultische aus. Hier ein Apfel für den Lehrer, wie das auch in der Serie zu sehen war. Mir fällt hier gerade fast alles runter. Ja, wie ihr seht, ich bin in meiner Welt. Und hier diese berühmten Schiefertafeln. Oh, sogar Regeln. Okay, ja, Regeln muss man natürlich immer befolgen, ganz klar. Und hier nochmal aus der Serie. Ich bin ja so ein großer Fan von der Serie, deswegen. Okay, dann gehen wir jetzt mal woanders rein. Oh mein Gott. Gucken, was da drin ist. Sieht ja sehr muchtig aus. Ich weiß nicht, was das ist. Es sieht aus wie eine Höhle, aber es ist irgendwie auch ein. Guck mal, das ist aus Erde. Das ist das Haus aus Erde, oh Gott. Oder Ton oder was auch immer. Hier ist so eine Decke aus so einem Fell. Ich weiß nicht, was für Fell es ist, aber. Okay, das sieht doch super aus, oder? Ja, also hier drin würde ich ungern wohnen, muss ich ehrlich sagen. Gehen wir mal darüber. Öffnen wir mal. Ich glaube, ich bin die Einzige, die hier ist. Aber gut, wenigstens zeige ich euch alles. Ach, hier, damit wurde, glaube ich, die Wäsche gewaschen früher. Und hier sieht man Brot. Oh, echtes Brot. Dänische. Oh ne, Pancakes. Okay, das sieht aus wie Brot. Und so haben damit. So einen Becher hatten die Laura und Mary in der Serie geschenkt bekommen an Weihnachten. Aus Zinn, glaube ich, oder was das auch immer ist. Oh. Ach so, das ist hier so eine Küche, glaube ich. Eine Küche, die da dargestellt ist. Diese Geräusche machen mir. Ah, und hier hat man so die Weizen. Also so die Saat, glaube ich. Saatgut oder so. Hier drüben auch nochmal. Und hier war dann so diese, natürlich diese Kleidung. Und alles ganz echt natürlich. Und da drüben das Bett. Mit diesen Quiltdecken. Okay, ich drehe mich mal ganz kurz wieder um. Meine Gastfamilie ist vermutlich im Auto. Sie wollten leider nicht mit reinkommen. Also sie sind auf die Toilette gegangen, aber ich bin hier alleine reingegangen, weil ich weiß nicht, sie wollten einfach nicht. Und ich habe jetzt eine gute Stunde Zeit. Davon ist bestimmt schon eine halbe Stunde weg. Deswegen, ich muss auch gucken. Ich möchte im Souvenirshop unbedingt was kaufen. Ich bin total. Dieser Shop, der ist so toll. Okay, das Museum an sich auch, aber
Mal gucken, was es noch zu entdecken gibt. Das zeige ich euch natürlich gleich. Umdrehen. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon alles war. Mercantile. Post Office, also das scheint ja hier schon, ich weiß nicht, wie mir das irgendwie größer vorgestellt. Gucken, was. Ach, vielleicht ist das ja auch so ein Mercantile. Enter. Okay, hier sieht man mal den Planwagen. Ganz wie von unserer kleinen Farm natürlich aus der Serie. Überall ist Air Conditioning. Ich weiß nicht, ihr seht das sicherlich, aber Walnut Grove. Das war, hier ist alles dargestellt, was alles in einen Planwagen reinpasst. Also die hatten diese Fächer, diese Fässer. Und da war dann zum Beispiel, hier war zum Beispiel dann Mehl drin und so weiter. Und diese Lampe, ach, die ist auch schön. Alles ist so traditionell und ihr wisst ja, ich liebe das. Und hier sieht man nochmal die Flagge. Ja, hier sieht man, wie gesagt, alles, was darauf so passt. Auf den Planwagen. Ich hoffe, dass ihr alles gut sehen könnt. Ihr wisst ja, ich bin nicht so mit dem Film, aber ich hoffe, dass es nicht allzu schnell ist. Ach, hier sieht man mal, was mit welchen Werkzeugen der Vater gearbeitet hat, der Paar. Die haben ja mal Paar gesagt früher. So eine Schmiede, glaube ich, soll das sein. Und da oben sieht man Mais. Naja, ist halt ein Museum, ne? Aber was ich spannender finde, ist, wie gesagt, diese Serie. Ich bin einfach total hin und weg. Hier hat man ein Schachspiel. Hands on Bank. Ach, hier so sah ein Post Office aus. Mit so einem Gitter. Ich weiß, das sieht vielleicht ein bisschen aus wie ein Gefängnis, aber hier hinter sieht man die Fächer. So sah ein Post Office früher aus und das hier ist ein typischer Mercantile. Ein Gemischtwarenladen, wie man so schön sagt. Mit Fake-Obst, wie man sieht. Und das ist diese Kasse, die ist ja auch schön. Guckt euch die mal an. Alles so traditionell, wie im Leben damals. Hier wieder die Becher und oh, diese Zinn und alles. Oh Gott. Okay, ich flipp gleich aus. So sah das früher aus. Obst. Und hier diese Hüte, diese, wie hießen die? Bonnets. So einen habe ich auch zu Hause, weil meine Gastmutter hat mir eins gegeben. Und oh, McGuffey Reader. Das ist diese Schiefertafel. Und hier drüben ist dieses Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Dieser McGuffey Reader. Kann man da reinfassen? Okay, nee, lieber nicht. Ich will ja nichts kaputt machen. Ja, hier sind diese Schulsachen. Okay. Ja, gut, ich glaube, das war es auch schon vom Museum. Ich gehe jetzt zurück in den Shop und gucke, ob ich mal da drin filmen kann. Und ich zeige euch, was da alles drin ist. Und dann geht's auch schon wieder ans Auto. Ach nein, nach Plum Creek geht's auch noch. Shut off the water and the light.
I mean, it's still warm, so maybe they didn't, but yeah, they can just go out and spot, so, yeah.